Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox Studio und bevor wir rüber switchen zur Area M, möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps fürs Zocken im Wald geben. Ein ganz banaler Tipp: zieht im Wald nichts zu Helles und nichts zu Dunkles an. Zum Beispiel eine weiße Kappe, ein weißes T-Shirt oder komplett in Schwarz. Eine gute Wahl, wenn ihr nicht gesehen werden wollt, ist immer grün und braun. Aber schaut auch bei braun, dass es nicht zu hell oder zu dunkel ist. Weiße Flecken und schwarze Flecken oder helle Flecken und Dunkelflecken werden im Wald vom Auge sehr schnell gesehen. Und Tipp Nummer 2, da hilft auch die beste Tarnung nicht, ist, wenn ihr euch zu viel oder zu schnell bewegt. Wenn ihr jetzt eine suboptimale Tarnung habt, zum Beispiel schwarz angezogen seid und euch gar nicht bewegt, dann seid ihr auch sehr schwer zu sehen. Also das, was euch zuerst verrät, ist eure Bewegung. Tipp Nummer 3. Ihr werdet Gegner auf den ersten Blick nicht sehen, aber was ihr sehen könnt ist, es gibt Äste und Blätter und die haben so ein Profil. Und wenn was daran vorbeigeht, dann gibt es helle und dunkle Flecken und die könnt ihr sehen. Tipp Nummer 4. Versteckt eure Silhouette. Das menschliche Auge entdeckt sehr schnell die Silhouette, hier Schulter-, Hals- und Kopfbereich. Wenn ihr jetzt diese Silhouette bricht, indem ihr hier keine Rundung habt, sondern hier so Zacken, auf der Schulter noch Blätter, Zacken, dann werdet ihr von den Gegnern nicht ganz so schnell gesehen. Im Gameplay trage ich diesen Helm, einen Novrich Ghillie, den ich zu einem Bolero geschnitten habe, und ich spiele mit der Firehawk. Was macht ihr da für ein Zickzack? Ich weiß nicht, ich schätze mal hier vom Haus rechts daneben. Daher fallen die Schüsse zumindest, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Jawohl, hab ihn. Ja, links oder richtig voll. Schlade! Ey, ihr beiden! Ihr könnt vor, das war's schon! Verteilt euch ein bisschen, nicht auf einem Fleck. Ach, da hockt einer bei der Plane, die grüne Plane. Was sagst du, sauber? Ich hab nicht sauber gesagt. Ihr könnt vor. Vor? Nee. Nee. Das ist sicher nett. Ey, ihr beiden, ihr könnt vor. Hab ich dich nicht? Hab ich. Ist das nur dieser eine Gegner da hinten oder was? Nein, da rechts im Wald sitzen noch zwei unten. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Da hinten, ist es unserer hier in der Mitte im Wald? Das ist unserer. Ansonsten nee, dahinter. Dahinter nicht mehr. Nein, dahinter ist blau.
Sehr gut. Nicht aufstehen. Oben ist mehr Deckung. Bin ich schon Gegner? Nein, aber ich würde hier oben rumgehen. Gibt's mehr Deckung. Wo habt ihr die? Rechte Seite vom Netz. Den habe ich. Hab einen. Der ist raus. Glück gehabt. War blau. Gut gemacht. So, that's the mag. Kannst du sparen. Noch eineinhalb. Da kommen welche. Ja. Hab sie. Hier links. Hab ihn. Ihr seid im Gespräch, ja? Wir schießen nicht. Was? Ihr seid im Gespräch, ja? Wir haben extra nicht geschossen. Okay, wir führen uns jetzt als Gefecht, okay? Du bist rot, wenn du geschossen hättest, hättest du uns gehabt. Genau, ja. Also, vielen Dank. Drinnen? Ja. Komm raus. Komm.
Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr mehr solcher Gameplays sehen wollt. Schaut doch gerne mal auf Instagram vorbei. Dort zeige ich euch viel Airsoft-Stuff und auch viel Privates. Link packe ich euch unten in die Infobox. Ich gehe mal ein paar Airsofts pflegen und reinigen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.